Du kannst mich nicht töten. Sich angehört, als würdest du selbst zu einem Geist werden. Ich musste mich mit einer Pesta rumschlagen. Eine Pesta? Und hat sie dir verraten, wie der Fluch gebrochen werden kann, bevor du sie mit dem Schwert niedergemacht hast? Natürlich nicht. Ja, wir haben ein wenig geplaudert. Ich muss wohl ihren Geliebten auf die Insel bringen. Einen Fischer namens Graham. Den kenne ich. Er liegt in Erzdorf, dem Dorf am Seeufer. Such ihn sofort auf. Wir haben es fast geschafft, ich spüre es. Okay. Wo muss ich denn dahin wieder? Okay, also jetzt am besten da. Schnell zum Boot. Da. Kohle. Steuer übernehmen. Was? Schnellreise? Man kann damit auch Schnellreise machen. Okay, aber ich will ja erstmal schnell übers Wasser. Und muss mich ein bisschen heilen. Nicht, dass ich hier unterwegs gleich irgendwie einfach an einer Schwäche erleide. Graham, lass mich rein! Ach, der wohnt da gleich da, okay. Aber du musst. Lass mich in Ruhe! Was ist hier los? Warum läufst du mir nach? Ey. Ich hab mich nur gefragt, was du von ihm willst, von Graham. Ich? Nichts. Seine Mutter macht sich Sorgen um ihn. Hat sich in seiner Hütte verkrochen, seit er von der Insel zurück ist. Redet mit keinem. Liebeskummer. Hat ihm wohl den Verstand geraubt. Ja. Du wirst nicht mehr so übermütig sein, wenn dir die Männer des Barons den Arsch versohlt haben. Na, sei ruhig. Ich will reden. Bist du Taubmann? Ich hab dir... Wer bist du? Deine Mutter. Ich war auf der Insel. Ich weiß, was dort passiert ist. Was willst du von mir? Fisch. Ja, wir sind gegen Annabelle. Ich will mit dir über Annabelle reden. Annabelle, was kannst du schon von ihr wissen? Alles. Ich habe sie gesehen, mit ihr gesprochen. Annabelle ist tot, hat Gift getrunken. Und ich... Ich konnte sie nicht retten. Na, fragen wir erst mal, ob er wirklich sie geliebt hat. Ja, wie verrückt. Hab sie so sehr geliebt, dass ich dachte, wir schaffen es, ein Paar zu werden. Natürlich hatte ihr Vater was dagegen. Seine Tochter und ein Bauernlümmel. Das ist ein bisschen Romeo und Julia. Was ist auf der Reuseninsel passiert? Mhm. Erzähl es mir. Wenn's sein muss. Millie, Finch und Faulkner, die sind mit einigen anderen Raufbolden zur Insel rüber, um vom Adligen zurückzuholen, was er uns genommen hat. Sie wussten, dass mich die Bediensteten im Turm kannten und das Tor für mich öffnen würden. Ich hatte ihnen Fisch verkauft. Haben sie dich gezwungen, mitzukommen? Nein, ich hoffte, dass Annabelle und ich fliehen könnten. Aber dann brach das Chaos aus. Unsere Jungs fingen auf einmal an, alle umzubringen. Annabelle. Sie wollten sie vergewaltigen. Dann hat sie das Gift. So sieht's aus. Der Magier muss es ihr gegeben haben. Ich bin aus dem Turm gerannt, schrie, dass ich sterben wollte und hab alle verflucht. Ich will nicht mehr darüber reden, bitte. Sie hat also den Fluch ausgesprochen. Du sagtest, du hättest geschrien, als du aus dem Turm kamst. Was genau hast du gesagt? Ich... Max! Weiß nicht mehr. Namen, schön, dass du da Sie bist. Sie sollten bezahlen.
für das, was sie ihr angetan haben. Bist du also schön nach Hause gekommen, wie ich sehe? Eine mächtige magische Aura umgibt die Insel. Leidenschaft, böse Absichten und starke Gefühle können sie erwecken. Deine Worte könnten den Fluch ausgelöst haben. Wegen ihnen hat sie das Gift genommen. Ich hoffe, du hattest ein angenehmes Abendbrot und bist jetzt gut gestärkt, startest gut gestärkt in den Stream. Ich sehe gerade, wir haben ein Abo dazu bekommen. Manchmal sehe ich das nicht, wenn irgendjemand ein Abo dazu macht, aber gut. Dein Stream, dein Prime-Abo, bedanke ich mich ja nochmal, hast du beim letzten Stream da gelassen, Max. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. So. Ja, heute Witcher 3. Dachte jetzt, spielen wir mal weiter endlich mal in der Story. Es war kein Gift. Annabelle nahm einen starken Schlaftrunk. Der Magier wollte sie schützen. Sie wie tot erscheinen lassen. Mit Erfolg. Aber das heißt, ist sie... Du sagtest, du hättest mit ihr gesprochen? Mit ihrem Geist. Gerade eine schöne kleine Nebenquest. Als sie erwachte, war der Turm voller Leichen und Ratten. Von ihrer Körperwärme angezogen, fraßen sie sie bei lebendigem Leib. Du meinst, sie war die ganze Zeit am Leben? Aber unmöglich. Sie war kalt wie eine Leiche. Ich habe sie geschüttelt, sie angefleht. Öffne die Augen. Ich hätte nie gedacht. Hier, der Typ ist quasi der Freund von einer jungen Dame, die in einem Turm auf einer Insel gestorben ist. Und er dachte, sie wäre tot. Ne? Sie hat so ein kleines Fläschchen mit Schlaftrunk getrunken. Er ist ein bisschen wie Romeo und Julia. Aber auch wieder nicht. Und dann ist er halt geflohen und dachte halt, sie wäre tot, aber sie ist gar nicht tot. Ganz dramatisch. Hast du ja vielleicht gerade gehört, ne? Sie ist am lebendigen Leib, gelähmt, von Ratten gefressen worden. Jetzt ist ihr Geist immer noch auf der Insel, in dem Turm. Und jetzt müssen wir gucken, dass wir diesen Fluch aufheben, dass sie frei ist. Nein, eher nicht. Bei dem Monster oder bei dem Geist vielleicht. Aber dich trifft keine Schuld. Er ist ein Guter. Du warst unwissend. Er ist voll verliebt. Und hättest nicht ahnen können, dass es kein Gift war. Ihr Götter, was habe ich getan? Wäre ich nur geblieben, um sie zu begraben, dann hätte ich gemerkt, dass sie noch lebt. Es hätte ein gutes Ende nehmen können. Wärst du auf der Insel geblieben, hättest du nicht lange überlebt. Mir wäre der Tod lieber gewesen, als sie den Ratten zu überlassen. Aber jetzt kann ich nichts mehr tun. Da liegst du falsch. Beide Optionen sind falsch. Du meinst Kopf ab, ne? Hey, will mal gucken, was jetzt hier rauskommt, was er noch machen kann. So, du kannst Annabelle immer noch Annabelle helfen. Annabelle braucht dich. Du kannst ihr helfen. Ist sie noch dort? Im Turm? Kann ich sie sehen? Ja, sehen. Aber du solltest eines wissen. Im Tod hat sich Annabelle in eine Pesta verwandelt. Eine Pesta? Ja, genau. Ich finde auch von ihrem Leiter befreiend, dass mehr sie frei ist. Ein ruheloser Geist. Eine Pestmaid, ein mächtiges Geistwesen, erfüllt von Trauer und Hass, die es antreiben, ihm die Kraft geben, Krankheit und Tod zu sehen. Sie leidet. Wie kann ich ihr helfen? Die Götter wissen, dass ich bereit bin. Komm, gib mir erstmal ein bisschen Zeitquest, Annabelle, damit du auch weißt, worum es geht. Sie verlassen. Ihr Götter, sie hasst mich? Die ganze Zeit über hat sie gedacht, ich hätte sie verlassen? Ja. Geh zum Turm und rede mit ihr. Vielleicht kannst du sie überzeugen, dass es anders war. Ich dachte, sie wäre tot. Sonst hätte ich sie niemals verlassen. Nein, nur die wahre hält Liebe. Annabelle und die anderen Geister auf der Insel gefangen. Deine so Liebe oft. Kann dessen Macht brechen und sie alle befreien. Genau wie in den Legenden. Du kennst die Legenden. Dann weißt du auch, dass ein Kuss einen bösen Zauber bezwingen kann. Aber er muss aus wahrer Liebe geboren sein. Ich sagte doch schon, ich liebe sie von ganzem Herzen. Bring mich zu ihr, bitte. Das ist nicht ungefährlich. Es gibt Risiken. Das ist dir klar, oder? Natürlich. Ich bin kein Feigling. Nicht für ihn. Diesmal laufe ich nicht davon. Komm, gehen wir zusammen oder treffen wir uns dort? Ich glaube, es ist besser, wenn wir zusammengehen, ne? Weil sonst kommt er da nie lebend an. Geschmiertes Stahl, ja, das stimmt. Und unser Silberschwert reinigt noch viel mehr, ne? Weil wir wissen ja, Silber, hast du mir doch mal selber erzählt, Max, ne?
Silber reinigt den Magen. Eigentlich alles. Ist das nicht auch antiseptisch oder so? Wir gehen zusammen. Nichts. Gehen wir. Ich bin bereit. Wir gehen zum Turm. Wir sind schon am Turm. So, wir gehen in den Turm, ist ja diese, ne? Ja. Ja. Der macht Tag. Hier kam wahrscheinlich von ihm die Inspiration für die The Witcher-Serie, ne? Das Geralt immer sagt. Also, vielleicht sollte ich nochmal hier einen Knödel essen. Falls wir doch nochmal kämpfen müssen. Und noch ein Brot. Kommst du, Graham? Habe ich noch gehofft, Annabelle und ich würden. Es war nicht unmöglich. Wir hätten zusammen sein können. Und jetzt, sie ist tot. Und ich bin schuld. Hätte ich sie nur beschützen können. Du kannst die Vergangenheit nicht ändern, aber du kannst ihr helfen, ihren Frieden zu finden. Na, Max, wie du es gesagt hast, ne? Es ist schrecklich hier. Es ist so still. Na los, beeil dich. Bringen wir es hinter uns. Ich erinnere mich noch an die Schreie. Unmenschlich waren die. Jetzt ist es leise. Sie sind alle tot. Alle tot. Denk nicht dran. Geh weiter. Als ob du dich... Na, wo muss ich denn überhaupt hin? Jo, ich sehe so wenig. Da hoch. Als ob du das Spiel schon mal gespielt hättest oder dich ein bisschen auskennst. Das war früher nicht offen. Bisschen schöne Sachen einsammeln. Nice. Lass mich mal durch. Hallo. Schon. Ja, ich meine, die ganze Hexerreihe oder Geschichte basiert ja irgendwie auch auf alten Mythen und Sagen und Geschichten und so weiter und so fort, ne? Also, ist ja simpel gestrickt. Ist ja nicht so, dass es jetzt irgendwie eine, so ist es ja auch nicht angelegt, ne, dass man irgendwie mit krassen Überraschungen gesiegt wird. Das Recht der Überraschung ist ja auch ein altes Recht. Ja, finde ich aber nicht schlimm. Ich fühle mich ja auch mit alten Sachen gut unterhalten. Ne? Kinder hören gern Märchen. Die sind auch immer wieder die gleichen Geschichten vorlesen. Da bin ich auch ein Kind. Mich kann man auch immer wieder mit den gleichen Sachen entertainen. So, wir sind da. Sollen wir die Laterne rausholen? Du hast mich nicht vergessen. Du bist zu mir zurückgekehrt. Bist du das? Das ist nicht mehr so das Erkennst du mich nicht? Nee. Ich bin Annabelle, die du verlassen hast. Weißt du nicht mehr? Annabelle, ich dachte, du wärst tot. Hätte ich's besser gewusst, hätte ich dich nie allein gelassen. Ich hätte alles für dich getan, alles! Das weißt du. Glaub mir, ich flehe dich an! Beweise es! Die sind aber schlecht drauf noch, ne? Ja, ich habe auch das Gefühl, ne, so wie sie aussieht. Graham, Vorsicht! Die Zunge ist so lang, ey. Ja, das stimmt. So wie bei Star Trek, so ein Red Shirt, ne? Wir haben ja auch noch nicht richtig gekämpft. Nur so ein bisschen. Wir gucken sogar weg.
Tavarus. Oh nein. Tot. Oh, endlich. Aber voll. Der Fluch ist gebrochen. Und Graham und Annabelle sind wieder vereint. Omnes Patre, irgendwas, was man so auf Latein redet. Press F. For respect. Ja, F. Sagt Kyra, dass der Fluch der Reueinsel gebrochen ist. Das ist die Frage, wie machen wir das? Haben wir noch irgendwelches Zeug? Ich will eigentlich raus hier. Ist alles Zeug rum. Er ist schon ein bisschen traurig, oder? Bisschen traurig, das Ganze. Hm? Wollte ich da nicht hoch? Ah, jetzt sind wir mal ganz oben. Sein Tod war weniger bedeutend als jeder geliebte. Komm, es ging doch um die beiden. Es ging ja nicht darum, dass das irgendwie bedeutend war, sondern darum, dass wir den beiden einfach geholfen haben. Finde ich. Ja, tragisch. Ihr Tod war tragisch. Seiner war selbst gewählt, um seine Liebe oder seiner Liebe einfach Erlösung zu geben. Ja, genau, und im Tod wieder vereint. Er hätte sich einfach. Er hätte sozusagen das getan, was er damals schon getan hätte. Sie einfach. Einfach bei ihr geblieben. So. Ansinnen, genau. Amen. Ein tragischer, naja, Held. In dem Sinne ist er schon ein Held. Ne, für sie. Aber, ja, ich finde, das ist schon heldenhaft. Inwiefern das sinnig ist, ist eine andere Frage. Ne, hier wollte ich gar nicht rein. Ich wollte gar nicht in den Keller. Ich will hier raus. Ne, hier geht's wieder hoch. Nee, ich muss hier noch einmal runter. Im Keller war ich schon. Da ist. Willst du noch mal in den Keller? Wo war denn der überhaupt? Ich sehe so schlecht. Ich glaube, du siehst. Weil mein. Ist einfach zu dunkel. Ich brauche hier einen ordentlichen, mal neuen Monitor. Da. Ein IPS-Heller. Weil mit dem ganzen Licht, was ich hier anhabe, damit man mich ja ordentlich sieht. Sieht nach Regen aus. Sehe ich nichts. Im Dunkeln. Brauche echt einen neuen IPS-Monitor oder so, der wesentlich heller strahlt. Der die ganzen. Mal, eins, zwei, drei. Hinter, also zwei vor mir, die direkt in mein Gesicht reinblenden, Lichter und dann noch hier an der Seite nach hinten. Sieht nach Regen aus. Ja. So sieht's aus. So, jetzt müssen wir aber zurück zu Kyra. Mal hier was in der Hütte. Ja, da liegt noch was rum. Ein bisschen Salpeter. Und hier.
Makellose 4. Manuskript. Hier liegt ja noch richtig viel Zeug. Eine Armbrust, Meistergegenstand. Nice, aber ich glaube, wir haben da schon eine. Wir haben ja schon eine gute Armbrust, ne? Ah, benötigt Stufe 18. Oh, krass. Plus 150 Angriffskraft. 114. Jetzt ist ja die Frage, die an 7 bis 9, 5 bis 7. Die könnte man ja... Die könnte man zum Beispiel aufheben. Da, zum Boot. Weil wir müssen jetzt wieder zu Kaira. Hat man nicht hier irgendwo, hier war doch eigentlich, genau, ein Schnellreiseding. Da. Müssen wir jetzt nicht mit dem Boot durch die Gegend dingsen? Da steht Plötze rum. Und da gibt es kein Schnellreiseding. Aber da gibt es ein Schnellreiseding. Ein Manuskript ist auch nur ein handgeschriebenes Papier. Ja. So sieht's aus. So. Mit X rufen wir Plätze, so wie wir bei The Witcher. Ich glaube, das ist bei Cyberpunk. Von der Freeheit-Brigade gehört. Deinesgleichen hat dort gedient. Anderlinge. Bei Cyberpunk, ne? Ist es auch X, oder? Stimmt es, dass die Frauen hier im Norden. Manuskript, ist das immer ein handgeschriebenes Papier? Ich glaube nicht, ne? Manuskript. Also damals vielleicht. Ah, V ist es bei Cyberpunk. Nee, Manuskripten. Ist doch, glaube ich, einfach nur ein Entwurf für irgendwas. Na komm. Da ist das Haus von Kaira. Hallo. Geralt. Sie haben es verbracht. Gerade als ich anfing, dich zu vermissen. Ja, als ob. Erzähl mal ein bisschen was über den Magier. Dieser Magier von der Insel. Erzähl mir mehr. Die Quest auflösen. Standet ihr euch nahe? Ich hätte nicht gedacht, dass du dich so für mein Privatleben interessierst. Mich interessiert eher, ob ihr euch als Magie-Experten zusammengetan habt. Auf dem Gebiet hatten wir nicht viel gemeinsam. Alexander war einer dieser nervösen Experimentierer, die nie genug Schlaf kriegen. Die Sorte, die der Meinung ist, dass ein einsamer Turm mit einem Satz Reagenzgläser und Destillierkolben das höchste Glück ist. Na gut, komm, dann sagen wir mal. Die Reuseninsel ist von ihrem Fluch befreit. Konntest du Graham überreden, mit dir in den Turm zu gehen? Hast du ihm gesagt, dass dort eine Pester auf ihn wartet? Ja. Er kannte das Risiko, aber auch viele Geschichten über wahre Liebe, deren Kuss jeden Zauber aufheben kann. Ah. Irgendwie hat ihm das Mut verliehen. Und? Wusste ist es gut ausgegangen? Wie man's nimmt. Der Fluch ist gebrochen. Annabels Geist ruht in Frieden. Aber Graham ist tot. Armer Kerl. Aber er hat gezeigt, dass es wahre Liebe öfter gibt, als manche denken. Ja, wusste ich nicht. Interessant. Ich hatte eine... Ich würde nicht mal sagen, eine ganze Stunde Latein. Ich hatte Latein. Aber in der Uni damals. Und ich bin da reingegangen, habe absolut nichts verstanden und bin wieder rausgegangen. Bin nie wieder in den Lateinkurs gegangen. Ja. Ah.
Ja, genau. So ging es mir auch. Also genau so habe ich es auch gemacht, Mittelteilen rein. Nichts verstanden. Das war nicht meine erste Stunde, sondern es war die erste Stunde von dem Kurs. Und die waren schon so weit irgendwie gefühlt. Ich glaube, ich bin 10 Minuten zu spät gekommen, dass ich nichts mehr gepeilt habe. Ja, so sieht's aus. Für mich auch nicht. Eine Sache beschäftigt mich. Komische Sachen gemacht hat. Welche? Menschenexperimente. Annabelle sagte, dass Alexander Krankheiten erforscht hat. Sie hat Katriona erwähnt. Wusstest du das? Das wussten alle Magier. Alexander war ein hoch angesehener Epidemiologe. Ich hätte alles darum gegeben, seine Notizen studieren zu dürfen, aber er hat sie eifersüchtig gehütet. Also es wurde toleriert. Die Lampe. Was hast du damit vor? Ich sagte ja, du kannst sie behalten. Ich brauche sie wohl nicht mehr, da die Insel ja befreit ist. Eigentlich ist es schade, dass ich nicht mit dir gegangen bin. Vielleicht können wir die verlorene Zeit ja jetzt wettmachen. Oh, ja. Ja, ja. Ja, aber wo kann ich ja sagen? Warum muss ich lebewohl sagen? Also gut. Zeit, dass ich mich auf den Weg mache. Vielleicht kannst du noch ein bisschen bleiben. Ich meine, das ist ja da sehr offensichtlich. Da wäre noch ein kleiner Gefallen, den du mir tun könntest. Und der wäre? Ich habe einige Substanzen in Novigrad bestellt. Oh. Der Händler hätte gestern hier sein sollen, aber er war noch nicht da. Kannst du nachsehen, was passiert ist? Das Päckchen ist recht wichtig für mich. Doch nicht so mehrdeutig, wie ich dachte. Na gut. Warum nicht? Wenn er aus Novigrad kam, muss er Schwarzzweig passiert haben. Ich sehe mich da mal um. Danke. Ich bin dir wirklich sehr dankbar. Ich dachte, wir können jetzt hier ein bisschen nett miteinander plaudern. Ja, habe ich falsch gedacht. Gefallenen verfolgen. So. Findet. Nein, ich wollte die neue Quest verfolgen. Verfügbare Quest, ja. Noch eine neue? Die Familienangelegenheiten, ja, machen wir. Aber ich wollte eigentlich nochmal hier diese Nebenquest machen. Gibt dich Stadtlinie des Renns? Nee, finde die Zutaten des Vermissten. Hilfe deiner Hexersinne, so. Aber wir sind ja eine Stufe aufgestiegen. Das heißt, wir haben 3 verfügbare Punkte, wir können hier ein bisschen Sachen ausbauen. Keine neuen Runen-Slots, das haben wir nicht. Mutagen-Slots meine ich. Das heißt also, es bringt jetzt nichts, wenn wir hier nochmal andere Zeichen oder andere Sachen hier leveln. Obwohl das schon cool wäre. Haben wir noch andere? 50 Vitalität. Werwolf-Mutagen plus 5% auf Angriffskraft. Zeichenintensität ist ja auch nicht schlecht. Müssen wir dann irgendwann mal andere mehr von dem Zeug kriegen. Aber ich würde auch mehr mit meinen Zeichen arbeiten, auf jeden Fall. Ausdauerregeneration. Ziel bewegt sich nicht auf Gerät zu, wenn Axi wirkt. Quenchschild stößt Gegner zurück, wenn er zerbricht. Erhöht die Zeichenwirkungsdauer um 5 Sekunden.
Ja, Regeneration haben sie, glaube ich, alle, aber die Frage ist jetzt hier nochmal hier zum Beispiel allgemeine Zeichen. Nee. Oh, Sonne und Sterne. Tagsüber regeneriert wieder die Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde. Das ist nice. Tagsüber. Die gelten also immer. Das sind passive Sachen. Nachts regeneriert Ausdauer während des Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Das ist nice. Erhöht maximale Vitalität um 500. Das ist mega. Techniken der Katzenschule. Jeder Teil leichter Rüstung erhöht den Schaden. Nicht zu viel streuen. Ja, das stimmt. Aber trotzdem. Treffer um 25%. Jeder Teil, nee. Armbrustbolzen wirken mehr Schaden. Ach, die nutze ich eh nicht so oft. Wutkontrolle ist die aktuelle Ausdauer zu niedrig. Können Zeichen mithilfe Adrenalinpunkten gewonnen werden. Das ist auch geil. Erhöht die Adrenalinausschüttung. Adrenalinpunkte erhöhen Waffenschaden und die Zeichenintensität, das ist auch geil. Erhöht die maximale eigene Vergiftung um 30%. Falls verfügbar werden Adrenalinpunkte verbraucht, um Vergiftungswirkung von Tränken um 33% pro Punkt zu senken. Wirkt nicht bei mutagenen Absuden. Du kannst einen zusätzlichen Armbrustbolzen abschießen. Nee. Erhöht die Explosion einer Bombe Schaden verursacht, erhältst du. Aha. Ursprüngliche Effekte von Kriegstrance wird aufgehoben. Die maximale Ausrüstungsgewicht wird um 60 erhöht. Das ist auch geil. Ich kann mehr tragen. Finde ich mega. Was haben wir hier? Der Bonus von einem Ort der Macht ist dauerhaft. Es kann jedoch immer nur ein solcher Bonus aktiv werden. Das ist auch cool. Gibt es so eine Runensteine? Da kann man diese Macht in sich aufsaugen. Essen regeneriert 20 Minuten lang die Vitalität. Das ist auch geil. Wenn wir was essen, das ist nicht nur ein paar Sekunden regeneriert das die Vitalität, sondern 20 Minuten. Du bist immun gegen Wirkung von Bomben und Spezialbomben. Bombenschaden ist um 200% erhöht. Jede Defensivaktion erzeugt Adrenalinpunkte. Also eigentlich bräuchte ich 3. Mehr Vitalität hätte ich gern und die Regeneration. Hier haben wir generell Regeneration. Und hier, das machen wir auch so. Schön Regeneration. Interessant, das habe ich noch gar nicht gesehen, dass es da diese Fertigkeiten gibt.